Wir sind hier mitten in Hamburg am Karlebachplatz. Man sieht hier noch den Grundriss der alten jüdischen Synagoge. Dahinter haben wir einen Hochbunker aus der Nazi-Zeit, in dem jetzt die Universität sitzt. Wir finden überall Spuren und Symbole des Dritten Reichs in unseren Städten. Aber was wissen wir über die Lebenswirklichkeit im Nationalsozialismus wirklich? Wir sehen heute das Dritte Reich fast nur noch als eine Veranstaltung von Hitler, Himmler, Goebbels und Göring. Aber dass Oma und Opa möglicherweise auch Nazis waren, das wird bis heute in vielen Familien verschwiegen. In Wirklichkeit war die NSDAP viel populärer, als heute oft getan wird. Was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass viele Beschwichtigungsstrategien aus der Zeit nach 1945 noch heute weiter perpetuiert werden. Zum Beispiel die Behauptung, dass man ja in der NSDAP sein musste. Und dagegen wollte ich recherchieren. Ich habe die letzten 5 Jahre an dieser Kartei der NSDAP recherchiert und mir angeschaut, wer in dieser Partei alles drin war. Dabei sind mir viele bisher unbekannte Namen aufgefallen, die mich sehr überrascht haben. Ein Kulturpolitiker wie Hilmar Hoffmann, ein späterer Generalstaatsanwalt wie Kurt Rebmann, der Kinderbuchautor James Krüss, der Schriftsteller Erich Löst, der Politologe Iring Fetscher. Das Erstaunliche ist ja, dass eigentlich alle Beteiligten nicht Menschen sind, die ihre Zeit im Dritten Reich schön geredet haben. Dieter Wellershoff hat sehr offen über seine Kriegserlebnisse geschrieben. Genscher übrigens auch und viele andere. Keinem von ihnen war es allerdings möglich, diesen einen Umstand zu erwähnen, dass sie als NSDAP-Mitglieder geführt wurden. Aber es stimmt nicht, dass jeder in die NSDAP musste. Die Amerikaner haben schon 1947 in einer Broschüre mit dem Titel Who was a Nazi festgestellt, dass es keine kollektiven Aufnahmen ohne Wissen der Beteiligten gab. Die Frage, die mich interessiert, ist, was geschieht mit solchen Biografien an einem solchen Wendepunkt 1945, wo aus indoktrinierten Jugendlichen Demokraten werden?